freue mich, dass dann doch ja, einige gekommen sind zu unserer ersten Diskussionsveranstaltung am Ende der Pipeline. Mein Name ist Jan Angfort, ich arbeite bei Next Kraftwerke und wir haben uns entschieden, heute eine Diskussionsveranstaltung auf die Beine zu stellen zum Thema Versorgungssicherheit, ganz allgemein gesprochen. Dabei geht es vor allen Dingen erst einmal um die Abhängigkeit Deutschlands von Energieimporten, wie wir sie heute ja haben. Dann möchten wir gerne in der ersten Runde erstmal darüber reden, wie dieser Status quo ist, also wie abhängig sind wir, das ist glaube ich relativ schnell abgehandelt, würde ich schätzen, aber dann auch vor allen Dingen, welche Konsequenzen hat diese Abhängigkeit, gerade im außenpolitischen und sicherheitspolitischen Umfeld. Dafür haben wir drei Gäste eingeladen, jetzt muss ich mir kurz meinen Spickzettel hier zupfen. Zwei Bundestagsabgeordnete aus Köln-Ehrenfeld, wir haben ein riesiges Glück, dass wir zwei Spezialisten genau zu diesem Thema in Köln-Ehrenfeld haben. Das eine ist Frau Manderla. Frau Manderla ist in Düsseldorf geboren, wohnt aber seit über 30 Jahren in Köln, ist seit 2013 Mitglied des Verteidigungsausschusses und in dieser Funktion ist es ihr ein besonderes Anliegen, die Verteidigungs- und Wehrfähigkeit der Bundesrepublik zu gewährleisten und natürlich auch die Bundeswehr weiterzuentwickeln zu einer modernen oder noch moderneren Armee. Dann haben wir auf der anderen Seite Herr Mützenich, Rolf Mützenich, ist Außenpolitik-Experte. Jetzt muss ich tief Luft holen, von 2004 bis 2009 abrüstungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, von bis 2013 außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und seit Dezember 2013 stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion für Außen-, Verteidigungs- und Menschenrechtspolitik. Habe ich alles richtig? Ich denke schon. ebenfalls gebürtiger Kölner und auch Bundestagsabgeordneter in Ehrenfeld, für ja. Ehrenfeld. Dann haben wir Jürgen Döschner, kein Politiker, sondern ein renommierter Journalist, ist seit 1984 in verschiedenen Funktionen für den WDR tätig, ist heute ARD-Experte für Energie und hat im Jahr 2008 zum Beispiel den Otto-Brenner-Preis für den Beitrag Fire and Forget, Krieg als Geschäft zur Rüstungsindustrie und Waffenhandel bekommen. Gut, ich würde gerne anfangen, indem ich einmal kurz, das haben wir vorher vorbereitet, einmal kurz den Status quo der Abhängigkeit Deutschlands von Energieimporten einfach mal darlege in einigen wenigen Zahlen und dann ein bisschen überleite in die Diskussion, welche Folgen diese Abhängigkeit für uns hat. Wir sehen, ich muss mich auch selbst ein bisschen umdrehen, beim Erdöl werden 99% des Bedarfs, den wir in Deutschland haben, importiert. Beim Erdgas sind es 86%, beim Uran sind es 100%, bei der Steinkohle inzwischen 87%, seitdem Deutschland aus der Steinkohleförderung zu größten Teilen ja ausgestiegen ist. Das ergibt in Summe einen Primärenergiebedarf oder eine Importquote am Primärenergiebedarf von rund 70%. Das ist ordentlich. Jetzt kann man sich fragen, warum sind die anderen Zahlen höher als die da rechts? Ist natürlich leicht zu beantworten. Ein paar heimische Energien haben wir dann doch auch. Die wollen wir uns mal auf der nächsten Folie kurz anschauen. Da sehen wir vor allen Dingen, dass die Primärenergiegewinnung, die in Deutschland stattfindet, seit 1990 grundsätzlich erst einmal rückläufig ist. Das liegt vor allen Dingen daran, dass wir, wie bereits kurz erwähnt, aus der Steinkohle ja ausgestiegen sind zum größten Teil. Dass zugleich auch, zumindest in den ersten Jahren nach 1990, sicherlich aufgrund des Zustands der Braunkohlekraftwerke der ehemaligen DDR nach der Wende, die dann auch relativ schnell abgeschaltet wurden, auch die Braunkohle leicht abfällt inzwischen in ihrem Anteil an der Primärenergiegewinnung, die aus Deutschland stattfindet. Und der einzige Hoffnungsschimmer, den wir hier schon auch sehen, sind natürlich die erneuerbaren Energien, die in den letzten 15 Jahren, sagen wir mal, grob doch nennenswert hinzugewonnen haben. Aber in Summe trotzdem ist es so, dass wir heute weniger Energie in Deutschland selbst gewinnen, als es noch 1990 der Fall war. Jetzt kann man sich natürlich fragen, und das ist ja unsere große Frage, was hat das für Auswirkungen? Und das ist erstmal ein riesiges Thema und ich hoffe, ich muss da direkt vorneweg Sie alle bitten, uns nicht zu überfordern. Wir werden sicherlich keine endgültigen Antworten auf alle Fragen finden, die wir hier stellen. Dafür ist das Thema schlicht und einfach zu groß, aber wir wollen uns einmal annähern. Und die große Frage ist, was macht das mit Deutschland, was macht das mit anderen Ländern auf der Welt? Welche sicherheitspolitischen, außenpolitischen Konsequenzen hat diese Abhängigkeit? Vielleicht an der Stelle kurz eingeschoben, warum sprechen wir als Firma da eigentlich drüber? Ich will keinsterweise Werbung machen. Wer Interesse an unserer Firma hat, kann sich gerne nachher noch mit uns unterhalten oder mit mir unterhalten. Aber grundsätzlich einmal beschäftigen wir uns sehr viel mit Versorgungssicherheit. Das Thema Versorgungssicherheit wird aber meistens geprägt inzwischen
durch die Frage, was machen wir eigentlich, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Das ist aber sicherlich nur ein, und nebenbei gesagt, damit haben wir sehr viel zu tun. Nebenbei gesagt ist das aber ja nur ein Aspekt von Versorgungssicherheit. Was passiert denn eigentlich, wenn wir am Ende, oder dadurch, dass wir am Ende der Pipeline sitzen, dass wir so viel Energie importieren? Welche anderen Aspekte ergeben sich denn daraus? Gerade eben politische Aspekte. Und da sind wir natürlich schnell bei so einer Landkarte, wo wir uns fragen müssen, naja, wir sehen es ja, die Förderländer der meisten Energien, die wir schlussendlich auch importieren, scheinen, das ist jetzt erstmal eine oberflächliche Interpretation von mir, ja, doch in einem etwas unfriedlicheren Zustand zu sein, als die Länder, die diese Energie importieren. Ohne da jetzt Schnellschüsse draus ziehen zu wollen, haben wir da mal geguckt, was finden wir denn heute in der aktuellen Forschung oder Literatur zu diesem Thema, auch aus journalistischen Beiträgen zu dieser Fragestellung und auch natürlich aus der Politik. Und wir sind dann schon relativ schnell zu dem Punkt gekommen, naja, man findet schon einiges, hier mal da was. Wir sehen aber zum Beispiel, wenn wir sozusagen den Politikern auf den Mund schauen, sehr widersprüchliche Aussagen. Wir haben zum einen Alan Greenspan, der in seiner Biografie gesagt hat, ich versuche das mal kurz ins Deutsche zu übersetzen, es stimmt mich traurig, dass es politisch nicht opportun ist, auszusprechen, was jeder weiß. Der Irakkrieg wurde größtenteils wegen Öl geführt. Das hat wohlgemerkt Alan Greenspan gesagt, ehemaliger Vorsitzender der US-Notenbank, also sicherlich auch kein Unbekannter. Dann haben wir aber auch jemanden natürlich, der dem widerspricht. In einem Radiointerview zum Beispiel wird Herr Rumsfeld gefragt, Herr Minister, was sagen Sie zu den Menschen, die denken, dass es bei diesem Krieg um Öl geht? Sagt Herr Rumsfeld, das ist Unsinn, auch wenn Aussagen wie diese als Gerüchte im Raum stehen. Aber ich bin froh, dass Sie fragen. Unsere Absichten haben nichts mit Öl zu tun, überhaupt nichts. Öl ist eine austauschbare Ware. Wer es besitzt, wird es verkaufen wollen und so wird es auf dem Markt erhältlich sein. Ohne, dass wir jetzt hiermit auf den Irakkrieg kommen möchten, wollte ich das nur einmal einschieben, um zu zeigen, wie schwer diese Diskussion anscheinend zu führen ist. Und vielleicht können wir auch da nochmal auf einer etwas übergeordneten Ebene, wenn wir die Zeit dazu finden, drüber reden. Aber dann doch vielleicht mal zurück nochmal zu dieser Karte, weil diese Karte ja doch ganz interessant ist. Und wenn ich mir diese anschaue, wie gesagt, die Lieferländer scheinen es ein wenig unfriedlicher zu haben als die Empfängerländer. Jetzt stellt sich die Frage von Mandela, vielleicht zuerst an Sie. Ist es dann überhaupt ein Problem für Deutschland? Also wenn ich mir, oder auch für die westlichen Gesellschaften im Großen und Ganzen, für Europa, wenn wir doch offensichtlich in einer sehr friedlichen Welt leben, auch unabhängig von dieser Karte, auch wenn wir uns unseren Alltag hier ansehen, könnte man sagen, nun gut, ist doch alles gut. Dass nicht alles gut ist, wissen wir selber. Und Sie sagen gerade, wir leben in einer friedlichen Welt. Ich denke, zurzeit leben wir gar nicht so sehr in einer friedlichen Welt. Wir haben zwei Punkte in der Welt, die uns besonders betreffen im Moment. Das ist einmal Russland, das sich die Ukraine und die Krim einverleibt hat, zum Teil. Und das ist zum anderen der Krieg, unter anderem, der zurzeit Syrien zerstört, der sehr, sehr viele Menschen umbringt. Und dann von sicheren Zeiten zu sprechen, passt natürlich nicht ganz. Sie beziehen sich jetzt auf das Leben bei uns hier in Köln-Ehrenfeld. Und das ist natürlich schon relativ sicher. Und Sie haben eben gesagt, Sie wollen keine Werbung für Ihre Firma machen. Aber ich war ja schon in Ihrer Firma, weil mich das interessiert hat. Und ich glaube schon, dass Sie mit Ihrer Idee einen wichtigen Beitrag leisten für die Versorgungssicherheit. Und Energie, Versorgungssicherheit ist das, was uns den Wohlstand und auch ein Stück Freiheit und Frieden bringt. Wir sind ein Land ohne Bodenschätze. Wir brauchen unsere Tugenden, unseren Fleiß, unser Können, um Arbeitsplätze zu schaffen. Und wir müssen, ja, das wissen wir, als Europäer, als Deutsche immer ein bisschen besser sein als alle anderen, damit wir die Arbeitsplätze sichern können. Und dazu gehört natürlich preiswerte Energie. Und wir haben ja gesehen, dass nach dem Atomausstieg nach Fukushima es durchaus auch sehr, sehr gute Ideen gibt. Und wenn Sie eben das Thema Power to Gas ansprechen, so ist es natürlich, das ist natürlich der Weg, den wir gehen müssen. Aber ich habe das eben auch schon in einem Kreis gesagt, unsere Firma, also ich komme aus einem kleinen Ingenieurbüro, wir haben eine Studie gemacht, Power to Gas to Power. Und meine Damen und Herren, die großen Firmen interessieren sich nicht so sehr dafür. Also was ich damit sagen will, das Thema
an einem Abend in 2 Stunden zu besprechen, ist unmöglich. Aber wir brauchen Energie. Und wenn man jetzt auf das Erdgas zurückkommt, so kommt der größte Teil aus Russland. Aber es kommt eben auch ein ganz großer Teil des Gases aus Norwegen. Und das darf man nicht vergessen. 3% des Erdgases wird unter anderem auch noch in Deutschland geliefert. Und beim Erdöl ist es ähnlich. Es ist im Moment so, dass große Erdölfelder vor der Küste von den USA gefunden worden sind. Also was der Club of Rome in den 60er Jahren mal gesagt hat, dass das Erdöl irgendwie ausgeht und dass dann die Lichter ausgehen werden, scheint wohl offensichtlich nicht zu stimmen. Was ich damit sagen will, ich würde auf keinen Fall eine Energieform oder die Möglichkeit der Energiegewinnung absolut verteufeln zugunsten einer anderen. Das bringt nichts. Ich würde sagen, ein gesunder Energiemix sorgt dafür, dass wir in Deutschland unabhängig sind von anderen Ländern. Ich habe jetzt nicht von dem sicherheitspolitischen Bereich gesprochen, da kommen wir sicherlich noch zu. Separat zu. Hm? Herr Mützenich, wenn Sie diese Karte sehen, was denken Sie? Ist es ein Zufall, dass diese Länder einigermaßen entlang der Linie von Förderländern und Empfängerländern eingefärbt sind? Also wahrscheinlich hat es unterschiedliche Ursachen. Frieden in Gesellschaften hat natürlich auch was mit Verteilung zu tun. Und wir erleben natürlich gerade in diesen Ländern auch, würde ich jetzt mal sagen, wenn man es könnte, wird man, wenn man den Korruptionsgrad anlegt und die Frage von gutem Regieren, käme man wahrscheinlich zu vergleichbaren Aspekten. In der Tat, der Nahe und Mittlere Osten, der neben Russland wahrscheinlich unsere größere Aufmerksamkeit im Hinblick auf Energie hat, ist ein wahrscheinlich auch durch die Kolonialgeschichte, aber ich würde auch mal sagen, durch die Folgen des Ende des Ost-West-Konflikts, ein Bereich, der natürlich auch von außen durchaus eine unfriedliche Entwicklung hat nehmen müssen. Der Sonderkonflikt, so nenne ich ihn jetzt mal, zwischen Israel und Palästina spielt mit Sicherheit nochmal eine unabhängige Rolle davon. Aber dass wahrscheinlich dies auch mit der Frage von Energie zu tun hat, sehen wir ja zum Beispiel auch im Kongo und auch in anderen Gebieten, was natürlich auch zu diesen Schwierigkeiten in den Ländern selbst führt. Aber um da nochmal einzuhaken, die Labilität der sogenannten Petrostates, haben Sie ja selber angesprochen, schlechtes Regieren, um es jetzt mal umzudrehen, schlechte Verteilung des Reichtums. Ist das etwas, wie soll ich sagen, ist das etwas, was durch unsere Importpraxis auch noch gefördert wird? Ja, ich glaub natürlich schon. Man versucht natürlich auch mit den politischen und wirtschaftlichen Eliten in unmittelbarem Kontakt auch zu sein. Wenn wir nachher wahrscheinlich in die einzelne Diskussion kommen, wird sich das wahrscheinlich nochmal zeigen. Nur ich wollte das nicht verallgemeinern. Ich meine, die USA sind mittlerweile auch zu eben einem Land geworden, was Energie gewinnt, sich unabhängig macht, scheinbar die Obama Doktrin unter anderem vor dem Hintergrund eben einer relativen Energieunabhängigkeit auch vielleicht eine andere Perspektive gegenüber dem Nahen und Mittleren Osten eingenommen hat. Also ich würde es nicht eins zu eins übersetzen, aber dass es von außen natürlich auch mitbefördert wird, ist gar keine Frage. Aber man hört ja oft von Rentierstaaten in diesem Zusammenhang, dass Saudi-Arabien, zum Teil sicherlich auch Russland, Iran, Arabischen Emirate, könnten wir sicherlich noch ein paar mehr aufzählen, ja durch diesen riesigen Wohlstand an Bodenschätzen, gerade im Bereich Energie, ja gar nicht dazu gezwungen sind, sozusagen die eigene Bevölkerung einzubeziehen, sondern sie wird ja oft niedergeknüppelt, weil Waffen natürlich dann, wenn man viel Geld hat, zur Verfügung sind. Was passiert mit diesen Gesellschaften, wenn sie nicht mehr Erdölexporteure oder Erdgasexporteure im heutigen Stil wären? Ja, sie kippen. Gar keine Frage. Und ich glaube, dass man das wahrscheinlich an verschiedenen Ländern sehen kann. Ich bezweifle, dass das, was das neue saudische Königshaus, wenn wir über Unfrieden reden, sollten wir auch über den Jemen zum Beispiel sprechen, dass das saudische Königshaus, glaube ich, genau die Fehler macht, die eben auch Vorgänger offensichtlich dort gemacht haben,
Willfährigkeit und Zuspruch auch durch eben einen Teil der Einnahmen, die dieses Land generiert, auch zu verteilen. Aber am Ende wird das nicht reichen. Mhm. Herr Döschner, Sie haben sich sehr viel genau mit diesem Thema beschäftigt. Wie ist Ihre Meinung, ganz allgemein gefragt, zur Beziehung zwischen den Förder- und den Nehmerländern im Grunde genommen? Ja, ich glaube, dass die Karte nicht umsonst oder nicht zufällig so aussieht, wie sie aussieht. Mhm. Zwischen den Ländern, die Verteilung auch von Frieden und Wohlstand auf der einen Seite und Unfrieden und Armut trotz großer Rohstoffkapazitäten auf der anderen Seite. Und dass das nicht in erster Linie aus den Ländern herauskommt, in denen sich diese Rohstoffe befinden, sondern dass das ein Produkt der Tatsache ist, dass wir unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaftsform, aber auch unseren sozialen Wohlstand und sozialen Frieden auf den Rohstoffen aufgebaut haben über die Jahrzehnte, den wir diesen Ländern nehmen. Die kriegen zwar was dafür, aber ob die das dafür in den letzten Jahrzehnten bekommen haben, was ihnen eigentlich zugestanden hätte, das wage ich arg zu bezweifeln, weil bei Ölpreisen, die wir noch vor nicht allzu vielen Jahren hatten, von $10 pro Fass, als ich das Thema Energie übernommen habe, als ich aus Moskau kam 2003, dann war der Ölpreis so um diese $10 pro Fass und dann begann der Anstieg ja langsam. Das war ein Preis, der über viele Jahrzehnte so pendelte. Da kann man nicht davon ausgehen, dass das ein fairer Preis gewesen ist. Wir haben diese Länder ausgebeutet. Wir haben dieses Öl insbesondere, aber auch das Gas, aber Öl natürlich an erster Stelle, dazu benutzt, um darauf unsere Gesellschaftsform aufzubauen, wie früher die Sklaven aus diesen Ländern importiert wurden nach Amerika, wo damals der Wohlstand darauf aufgebaut worden ist. Öl ist ja auch so eine Art von Arbeitskraft, die wir dadurch ersetzen, und Energie ist Arbeitskraft, und das Öl ist sozusagen der Sklave unserer Zeit, und das bekommen wir eben aus diesen Ländern, und das die Länder, die gerade so viel davon haben, eben nicht davon auch im gleichen Maße zumindest profitieren. Dann will ich aber noch direkt nochmal nachfragen, das ist eine sehr generelle Antwort, aber wie glauben Sie denn, dass die konkreten oder ganz konkreten Verbindungen da sind? Also wie beuten wir diese Länder aus? Ich würde jetzt von mir behaupten, ich beute kein Land aus, um es jetzt mal von der anderen Seite zu sagen. Natürlich ist es ein systemisches Problem, aber wo hakt dieses System ein? Auf welcher Ebene? Auf der wirtschaftlichen Ebene, auf der politischen Ebene, auf der... Wie ist das ausgestaltet? Von beiden und von mehreren Faktoren. Aber an erster Stelle stand natürlich die wirtschaftliche Macht. Mhm. Und wir haben die gesamte Kolonialpolitik basierte ja auch zum großen Teil darauf, auf wirtschaftlichen Motiven. Und dass die Konzerne, die in den Ländern, denen es jetzt so dreckig geht, Konzerne aus dem Westen kamen, die dort hingegangen sind, die dort die Wirtschaft, die sozialen Gefüge und die Umwelt zerstört haben. Das ist ja bekannt, das basiert im Wesen, das ist im Grunde genommen ein Export von unserer Art zu wirtschaften in diese Länder hier hinein. Wir haben den mit allen Übeln, mit der Korruption und der Gier haben wir das dorthin gebracht, haben dort eine große Verwüstung angerichtet. Jetzt, wo das Ölzeitalter absehbar zu Ende geht, stehen diese Länder vor den Trümmern dieser Politik. Das Beispiel ist Venezuela. Man macht den Ländern dann immer die großen Vorwürfe, dass sie nicht geschafft haben, Korruption und Ähnliches zu bekämpfen. Aber wir haben unmittelbar mit dem Geld, mit dem wir da reingegangen sind, indem wir diese Machthaber und deren Art zu regieren und den Politikstil zu fördern, haben wir dazu beigetragen, dass solche korrupten und kriminellen Regime zum Teil geworden sind. Und das denke ich, ist, man kann das, wenn man in die Tiefe geht, natürlich, wenn man sich ein Land für Land vornimmt, kann man das sehr schön nachvollziehen. Im Nahen Osten ist das sehr gut belegt. Wir haben diese Politik in Russland, in dem Bereich Aserbaidschan beispielsweise, das lässt sich im Land eines jeden Landes, lässt sich das genau nachvollziehen. Herr Mützen, Sie schauen kritisch. Nein, ich hab aufmerksam zugehört und ich glaube, in Teilen passt es auch. Nur ich bin immer ein bisschen unsicher, ob man alleine endogene Faktoren für
Versagen in Gesellschaften, jetzt egal wie diese Gesellschaften sich aufbauen, innerhalb welcher Grenzen sie sich aufbauen. Ich glaube, man muss immer genau auf das einzelne Beispiel schauen. Ich hatte eben, als Sie das erzählten, mir überlegt, wie würden Sie das für Ägypten zum Beispiel bestimmen, weil Ägypten ist ja mit Sicherheit ein Staat, der eher in Richtung Failing State mehr und mehr kippt, unabhängig davon, wie man ihn früher beschreiben will. Aber ich würde ihn jetzt nicht deswegen so bezeichnen, weil er vor dem Energiereichtum her dadurch beeinflusst ist, weil das ist es ja weniger. Nehmen Sie Kolumbien. Kolumbien, glaube ich, haben wir einen relativ hohen Anteil mittlerweile an Steinkohle, was wir davon bekommen, mit Sicherheit auch induziert von außen. Aber ich würde jetzt mal sagen, die Konfliktlage in Kolumbien, insbesondere die innergesellschaftlichen Konflikte, spielen vor einem anderen Hintergrund, auch von Machtungleichheit. Ich musste mich ja rechtfertigen, weil ich kritisch geguckt habe. Genau, oder Norwegen, es gibt viele Beispiele eben, natürlich, ne, wo Energiereichtum nicht zu einer... Aber ich glaube, es gibt auf der Welt schlicht kein anderes Gut, als die Energie, insbesondere Öl und Gas, das in solchen Mengen gehandelt wird und eine solche elementare Bedeutung hat. Und deshalb glaube ich schon, dass man den eine Sonderrolle, natürlich hat nicht jedes Land Öl und Gas. Man kann schon schön verfolgen, gerade bei den Ländern, bei denen das Öl dann auch später entdeckt worden ist, welche Entwicklungen das dann genommen hat. Wenn Sie sagen, das ist verursacht worden durch unseren Kolonialstil, Jahrhunderte hinweg, dann kann das ja so sein. Aber man muss doch überlegen, wie ist denn die Situation jetzt zurzeit? Und als Sie dargestellt haben, wie Sie die Dinge sehen, kam mir jetzt das Land China in den Blick. Also China erzeugt ja unter anderem Energie auch noch immer durch Atomstrom. Und man kann sich als Land unabhängig machen von anderen Ländern, indem man einfach die Atomenergie nimmt. Dann hat man preiswert Energie erzeugt und kann damit auch was machen. Und China macht ja das, was wir vielleicht Jahrhunderte vorher auch gemacht haben. China geht in Länder und kauft Land auf. Also China kauft in Afrika sehr, sehr viel Land auf und damit auch Bodenschätze. Und China hat zum Beispiel versucht, ein Drittel von Island zu kaufen. Einfach nur so. Das ist natürlich dann auch unsere Aufgabe zu sagen, nein, da machen wir jetzt nicht mit. Und ich glaube auch nicht, dass Korruption und ein schlechtes Wirtschaftshandeln und eine schlechte Regierung immer nur abhängig ist davon, ob man Öl und Gas importieren kann. Ich glaube, das hat ganz andere Gründe und belegen kann man das natürlich auch schon dadurch, dass, also wir haben jetzt, wir leben in einem Land, das 70 Jahre Demokratie und Frieden hat. Und wir sehen, dass in den Ländern um uns herum, im Osten, wo das nicht so war, und die jetzt auch wirklich noch Probleme haben, damit umzugehen. Also ganz, ganz konkret im ganz kleinen Bereich Pegida. Hier in Köln haben wir Gott sei Dank eine tolle Initiative, Willkommensinitiative Flüchtlingen gegenüber. Das finden Sie in manchen östlichen Bereichen nicht so. Und das hat was mit Entwicklungsgeschichte zu tun. Und das nur jetzt zu reduzieren auf die Vergangenheit, ich glaube, das bringt uns im Moment, das bringt uns einfach nicht weiter. Gut, dann scheint ja erstmal Konsens zu sein. Und bevor wir uns da weiter tief verhaken, sollten wir das vielleicht erstmal festhalten. Die Frage nach Frieden und Krieg und dem Zustand einer Gesellschaft ist nicht nur abhängig davon, ob es über Energieschätze verfügt und diese exportiert, sondern es scheint mehrere Faktoren zu geben. Sie haben ja danach gefragt, wie eine solche Karte zustande gekommen ist. Genau. Ich bin halt auch nicht nur Journalist, sondern zum Teil Historiker und deshalb lege ich da besonderen Wert. Natürlich spielen heute neue und andere Faktoren. Genau, aber Kolonialismus, Exporte von Energie spielen aber auch eine Rolle. Also das können wir vielleicht dann auch schon mal festhalten. Es ist also eine Gemengelage, aber aufgrund der hohen Bedeutung, die Exporte und des hohen Preises sicherlich auch den Energieexporte erzielen, spielen sie eine große Rolle. Wenn wir uns aber jetzt mal, und da muss ich noch mal ein bisschen auf die Vorbereitung zu dieser Veranstaltung zurückkommen, wenn wir uns aber jetzt mal damit beschäftigen, wie das konkret, und deswegen war es mir eben auch so wichtig, mit Ihnen da nochmal nachzuhaken, also wie konkret diese Beeinflussung der Förderländer durch die Nehmerländer, also durch den Westen allgemein gesprochen, erst einmal vonstatten geht, dann findet man natürlich nicht mehr viel. Dann ist man schnell im Reich der Verschwörungstheorien oder von Dingen, die nicht gesichert sind. Sie haben es eben, und vielleicht kommen wir an der Stelle nochmal zurück darauf, Sie sehen ja sogar, dass innerhalb der US-amerikanischen Elite Greenspan versus Rumsfeld sozusagen ein
himmelweiter Dissens anscheinend darüber besteht, was die Gründe, mal ganz konkret gesprochen, für den Irakkrieg waren. Aber Sie haben nach konkreten Beispielen gefunden. Mir fällt jetzt gerade ein Beispiel ein, die BTC-Pipeline. Das ist eine Gaspipeline von Baku über Tbilisi nach Ceyhan, also von Aserbaidschan durch Georgien bis in die Türkei. Eine Pipeline, die es im Vorfeld sehr viel politische Auseinandersetzung gegeben hat, die von den Amerikanern vorangetrieben worden ist, die es sogar so weit geschafft hat, dass es ein Teil eines James Bond-Films geworden ist. The World is Not Enough. Ja. Ein ganz hervorragendes Beispiel dafür, wie Energie-Geopolitik ist und auch Machtpolitik verschiedener Machtzentren. Die USA haben ein riesiges Interesse an dieser Pipeline gehabt, weil sie Europa und damit auch sich selbst ein Stück weit von russischer Energie weniger abhängig machen wollten. Die Russen haben den Bau dieser Pipeline, wo es nur ging, torpediert, haben auch politisch Einfluss genommen, gerade im Bereich Georgien, aber auch in Aserbaidschan. Am Ende ist die Pipeline zwar gebaut worden, aber das, was sie eigentlich liefern sollte, diese Unabhängigkeit, hat sie deshalb schon allein nicht geschafft, weil die Quellen in Aserbaidschan nicht ausreichten und Russland den Aserbaidschanern bessere Konditionen geboten hat, um deren Geld, Gas abzunehmen und dadurch, dass das Gas dann über die Russische Föderation abgeflossen ist, zumindest zum Teil. Aber das ist so ein konkretes Beispiel, woran man festmachen kann, wie die große Weltpolitik, es ist nur eine einzige Pipeline, wir haben so viele hunderte, tausende Pipelines auf der Welt, aber an der lässt sich das eben zeigen, wie stark das politisiert ist, dieses Thema Energie. Eine andere These, um da direkt mal einzuschlagen sozusagen, kommt ja von Robert F. Kennedy Jr., der in einem doch recht viel beachteten Artikel ja gesagt hat, dass der verhinderte Bau der Katar-Turkey-Pipeline, also von Katar in die Türkei, der Grund war für den Eingriff der sunnitischen Staaten am Golf in den Syrien-Konflikt, um sozusagen auf diesem Weg den Bau dieser Pipeline dann doch wiederum erzwingen zu können. Also es geht genau in diese Richtung. Ich erinnere mich damals beim Afghanistan-Krieg, gab es auch eben genau diese Interpretationen, wo es um den Bau oder den Streckenverlauf von Pipelines ging. Jetzt haben wir jetzt natürlich zwei Menschen hier auf dem Podium sitzen, die näher dran sind an diesen Entscheidungswegen, würde ich fast behaupten, als wir. Sie schütteln den Kopf, enttäuschen Sie mich? Ja, dann müssen wir Sie, glaube ich, beide enttäuschen. Also ich würde Herrn Döschner auf jeden Fall recht geben. Und ich glaube, wenn man sich die Historie von Pipeline-Wegen anschaut, sie sind immer unter politischen Aspekten mit zu interpretieren. Neben wirtschaftlichen Fragen spielt das eine Rolle. Ich würde jetzt mal, ohne dass ich hier Belege ausbreiten kann, behaupten, dass das türkische Vorgehen zurzeit im Irak mit Sicherheit erstmal im Hinblick auf den Kurdenkonflikt zu interpretieren ist, aber ich würde es nicht ganz ausschließen, dass im Hintergrund natürlich auch die Frage von späteren Kontrollen von bestimmten Pipeline-Wegen auch hier etwas mit zu tun hat. Aber ich meine, das hängt eben auch damit zusammen, dass gerade aus diesen Gebieten, über die wir reden, wo es zurzeit Konflikte gibt, auch genau diese Interessen letztlich vorliegen. Und dass die Türkei für den Iran ein wichtiger Partner im Hinblick wahrscheinlich auf die Lieferung von Gas in Richtung Europa sein wird, das ist ja ganz offenkundig. Also Frau Manderla. Ich kann nur zustimmen. Ja. So leicht möchte ich Sie aber nicht vom Haken lassen. Sie sind ja beide tief involviert in Ihren Berufen. Das heißt, im Umkehrschluss, in Ihrer täglichen Arbeit hingegen, in der Außenpolitik, in der Sicherheitspolitik, spielt Energie keine Rolle. Ich kann das jetzt nur für mich beschreiben aus den unterschiedlichen Funktionen, die ich in der auswärtigen Politik eingenommen habe. Und in diesem Zeitraum muss ich wirklich, und ich glaube, ich kann es an ein paar Fingern letztlich abzählen, dass Leute, die energiepolitische Interessen hatten, mit mir bestimmte Fragen erörtert haben, was richtig ist. Ich
war mit einer kurzen Unterbrechung und bin es heute auch wieder Vorsitzender der deutsch-iranischen Parlamentariergruppe, was mich in den Augen der Saudis schon wieder verdächtig macht. Aber hier waren doch in der Vergangenheit manche deutsche Unternehmen bei mir, die sich aber nicht bei mir informiert haben darüber, wie können wir bestimmte Investitionen vorgehen, sondern die wollten einfach wissen, wie geht es voran mit den Verhandlungen um das Atomprogramm. Mhm. Wann können wir damit rechnen, dass wir ein internationales Gebilde haben, in denen man sich dann möglicherweise später auch zu Investitionen durchringen kann. Aber ich weiß jetzt nicht, will nicht für Frau Manderla sprechen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwelche massiven Vertreterinnen oder Vertreter zu uns kommen, um über bestimmte Investitionsprojekte zu gehen. Selbst noch nicht mal bei den behaupteten Pipelines, die ja jetzt auch im Zusammenhang Nord Stream eine Rolle spielen, würde ich mal sagen, wenn Interessenvertreter kommen, gehen sie wahrscheinlich Richtung Wirtschaftsausschuss, oder? Ich würde das auch so sagen. Ich als Verteidigungspolitikerin bin natürlich in diese Fragen überhaupt nicht eingebunden. Ich kann mich natürlich, wenn ich möchte, jederzeit selber informieren. Es gibt ja bei uns genug Möglichkeiten, zu Firmen zu gehen oder zu Institutionen, um sich zu informieren, unter anderem hier bei Next Kraftwerke oder über verschiedene Pipelines, aber es ist nicht so, dass Energiebetriebe oder Institutionen jetzt zu Verteidigern kommen. Also das ist außen vor. Ich glaube, man hat immer das Gefühl, so ein Bundestagsabgeordneter, der muss sich in allen Bereichen auskennen. Das geht aber gar nicht. Also was meine Person angeht, ich kann mich immer um einen Verteidigungsausschuss kümmern und stellvertretend auch für den Gesundheitsausschuss und natürlich um allgemeine politische Fragen. Aber dass ich da jetzt noch tief in anderen Bereichen mich auskennen würde, da würde ich lügen. Also das ist so. Aber der Link zwischen Verteidigungspolitik und Energiepolitik ist doch da. Also das gehört doch zur Doktrin fast aller westlichen Staaten der USA, aber ich bin jetzt gefragt worden, dass die Verteidigungspolitik eben auch zur Sicherung der Energieversorgung da ist. Das heißt, wir haben da eine politische Verbindung. Keiner sagt, dass RWE einen Panzer verlangt, dass man aber gut, über die Diskussion hier mit Panzern und Saudi-Arabien kommen wir sicherlich noch. Aber es gehört nicht zum täglichen Geschäft der Verteidigungspolitik, sich mit der Energiefrage zu beschäftigen. Das ist eher außen oder Wirtschaft oder allgemein das, was die Kanzlerin macht. Ich wollte das vielleicht auch gar nicht so eng beziehen auf direkte Einflussnahme aus der Wirtschaft. Das hört man natürlich auch, habe ich auch noch nebenbei gesagt, hier ein Beispiel noch im Kärtchen. Aber es ist meine Frage, spielt es denn im Rahmen von allgemeinen außenpolitischen Entscheidungen, wie ist unsere Haltung zu Saudi-Arabien, wie ist unsere Haltung zu Iran oder zur Mongolei nebenbei gesagt oder auch verteidigungspolitisch, mit wem gehen wir welche Bündnisse ein, auch vielleicht aus verteidigungspolitischen Gründen. Spielt dort Energie nie eine Rolle? Konkret? Doch, ich glaube schon. Indirekt wird das eine Rolle spielen, vielleicht sogar bei dem einen oder anderen auch direkt, insbesondere wie die einzelnen Akteure auch zusammenkommen, zusammen auch arbeiten. Natürlich wird Saudi-Arabien auch sehr stark daran gemessen, welchen Energiefluss aus diesem Land letztlich kommt, wie es auch Preise mit wahrscheinlich beeinflussen kann. Aber auf der anderen Seite, das gehört mit letztlich auch zu der außenpolitischen Bewertung. Saudi-Arabien ist für den sunnitischen Islam eines der Entscheidungsträger. Und ich würde auch mal sagen, selbst, wen haben Sie zitiert? Herrn Ford, der behauptet hat, der Syrienkrieg, Kennedy. Entschuldigung, das sind ja mittlerweile alles Dynastien, die sich da entwickeln, dass das insbesondere eine Rolle spielt. Also das kann sein, dass Syrien natürlich eben auch als Transitland eine große Rolle spielt. Ich würde mal sagen, als Energielieferant, wenn ich jetzt die Zahlen richtig im Kopf habe, wahrscheinlich nicht so entscheidend. Aber da würde ich jetzt mal eher den Gegensatz zwischen Iran und Saudi-Arabien, die Frage auch wie Assad und Hariri, Hisbollah und viele andere Dinge auch noch eine Rolle spielen, als wahrscheinlich ähnlich starkes Motiv beschreiben wollen. Und im Verteidigungsausschuss befasst man sich mit der Frage der Landes- und der Bündnisverteidigung. Also ganz konkret, das ist unsere Aufgabe und die ist im Moment, denke ich mal,
auch nicht einfach nur leicht und einfach und wenig. Und das ist das Entscheidende. Wir entscheiden im Parlament, als Parlament, wir haben ja eine Parlamentsarmee, in welchen Auslandseinsatz wir gehen. Und das ist unsere wichtige Aufgabe im Moment. Da spielt Energie keine Rolle. Energie spielt natürlich, wie Rolf Mützenich das gesagt hat, selbstverständlich eine Rolle, aber eher im Hintergrund. Das ist nicht unsere konkrete Aufgabe. Anders gesagt, um es mal vielleicht ein bisschen zuzuspitzen, kein Panzer rollt ja auch ohne Öl. Das heißt, es ist ja auch allein aus diesem banalen Grund durchaus auch verteidigungspolitisch wichtig, dass Energieimporte bei uns ankommen. Vielleicht eine kleine Geschichte von meiner Seite, um da ein bisschen hinzuführen, nochmal auf Ihr Thema, auch Bundeswehr ganz speziell. Ich durfte mal für diese Firma auch an einer kleinen Reise in Amerika teilnehmen und in den USA teilnehmen und stand dann irgendwo im tiefsten mittleren Westen, saß ich auf so einem kleinen Podium neben einem Armeeangehörigen der US-Streitkräfte und der berichtete dann mit funkelnden Augen von einem Riesenprojekt, was sie in 5 Jahren ungefähr auf die Beine gestellt hatten, wo sie das zweitgrößte Ausbildungslager der US-Armee im gesamten Land umgestellt haben auf erneuerbare Energien. War ja erstmal baff, ne? Was hat denn die US-Armee mit erneuerbaren Energien zu tun? Er versuchte das natürlich dann erstmal auf grün und nachhaltig. Aber natürlich hat das nichts damit zu tun, sondern es geht natürlich auch darum, dass eine Abhängigkeit im energiepolitischen Bereich ja auch gefährlich sein kann. Wie gesagt, um es nochmal zu sagen, Panzer fahren nicht ohne Öl. Und in einem Kriegsfall, wenn die Kraftwerke ausfallen, dann ist auch das Ausbildungslager dunkel. Das ist übrigens ein gutes Stichwort, das Sie nennen. Krieg findet ja heute nicht mehr statt, indem viele Soldaten gegeneinander kämpfen, sondern Krieg findet in ganz anderen Bereichen statt. Und das, was Sie gesagt haben, ist ganz entscheidend. Wenn es jemand schafft, uns von der Energieversorgung abzuschneiden oder irgendwas mit unserem Wasser zu machen oder mit der Kommunikation, das ist hybride Kriegsführung. Mit der müssen wir uns heute auseinandersetzen. Und deshalb, Rüstungsindustrie ist das eine. Und wir müssen selbstverständlich aber immer im internationalen Zusammenhang auch Rüstungsindustrie haben. Aber viel, viel entscheidender ist heute das, was wir mit Cyber betrachten. Und deshalb hat die Bundeswehr oder hat die Ministerin, das Kabinett beschlossen, dass wir eine weitere Streitkraft führen, die sich nur mit dem Thema Cyber beschäftigt. Und das sind die Herausforderungen, die wir zurzeit haben und das müssen wir schaffen. Aber nochmal vielleicht zurück, beschäftigt sich die Bundeswehr ganz konkret mit erneuerbaren Energien? Wie in dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, zum Beispiel, um vielleicht unabhängiger zu werden, auch von Rohstoffen, die in Deutschland nicht verfügbar sind. Wie soll sich die Bundeswehr damit befassen? Die Bundeswehr ist ja nicht die Rüstungsindustrie. Also wir könnten natürlich jetzt zur Rüstungsindustrie sagen, bitte baut uns Teile, die ohne Öl auskommen. Könnte man ja machen. Naja, man könnte die Kaserne mit Solaranlagen bepflanzen, damit bei einem Stromausfall trotzdem der Betrieb weitergeht. Also der Stromausfall in der Kaserne ist auf jeden Fall immer gesichert. Es gibt immer redundante Systeme. Ob man das jetzt in Zukunft mit Solaranlagen macht, das ist natürlich immer eine konkrete Frage. Das gibt es übrigens auch schon. Also da, wo das möglich ist, macht man das mit Windenergie, auch mit Solarenergie. Das ist aber jetzt keine entscheidende strategische Frage. Gut, okay. Herr Döschner? Ja, ich habe mich mit dieser Frage, wie die Abhängigkeit des Militärs vom Öl in der Zeit, als diese Peak-Oil-Diskussion noch eine größere Rolle spielte, sehr intensiv auseinandergesetzt. Und das war übrigens auch der Anlass, warum sich die US-Armee so intensiv damit beschäftigt hat. Und bis heute damit beschäftigt. Da war Klimaschutz und so weiter, spielte da keine Rolle. Sondern die Tatsache, dass so ein Panzer auf 100 Meter mehr Benzin verbraucht als eine ganze Flotte von Firmenwagen im ganzen Jahr, das ist für die eine, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an bei Militärs, aber dann eben doch eine existenzielle, ich will nicht sagen Überlebensfrage, aber ohne Öl gibt es keinen Krieg und deshalb gibt es natürlich auch Kriege ums Öl. Also da gibt es auch einen unmittelbaren Zusammenhang. Das hat sich so ein bisschen abgeschwächt, weil die Peak-Oil-Diskussion so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt worden ist, wie ich finde, zu Unrecht, aber das ist ein anderes Thema. Ich will aber nochmal auf einen ganz anderen Punkt, den Sie angesprochen haben, wegen der digitalen Kriegsführung kommen. Das ist natürlich ein ganz spannendes Feld, das die Energieversorgung sehr stark betrifft, weil wir über die Digitalisierung der Energieversorgung ganz andere Angriffsflächen bieten und es werden neue Kriegsmittel und neue Kriegsziele gefunden. Und ich glaube, dass da auch für die Politik ein ganz, ganz großes Handlungsfeld ist. Es reicht nicht aus, dass die Bundeswehr, ich halte es sogar für kontraproduktiv,
dass wir jetzt eine eigene Cybertruppe aufstellen. Die Cybertruppe beim State Department in den USA, die übrigens der NSA untersteht, ist inzwischen über 25.000 Mann stark. Das sind 25.000 Leute, die damit beschäftigt sind, Viren zu entwickeln, die im Zweifelsfall ein Super-GAU, eine Kernschmelze in ein Atomkraftwerk auslöst. Und es gibt natürlich die logische Schlussfolgerung, Verteidigung heißt auch immer ein Stück weit Angriff. Mhm. Und man weiß, dass auch die Bundesrepublik, diese Cybertruppe, nicht nur damit beschäftigt ist, irgendwelche Firewalls aufzubauen, sondern sie sind ebenfalls daran beteiligt, Viren zu konstruieren, die solche digitalen Angriffe führen können. Das wird dann immer damit begründet, dass man sagt, ja, wir müssen auf diesem Wege dann auch mögliche Angreifer ausschalten können. Das ist wie mit den Atomwaffen. Und deshalb brauchen wir eigentlich nach dem Verbot der A-, B- und C-Waffen auch ein Verbot der D-Waffen. Darüber diskutiert bisher noch gar keiner. Ich halte das für eine sehr, sehr große Bedrohung, die da momentan entsteht, die keiner auf dem Schirm hat. Die Grünen haben vor einigen Jahren mal so einen zaghaften Antrag in den Bundestag eingebracht, wo angeregt worden ist, so eine internationale Konvention zum Verbot von digitalen Waffen zu vereinbaren. Das ist dann sang- und das war wahrscheinlich ein bisschen zu früh, das war vor 5 oder 6 Jahren, ist dann sang- und klanglos wieder verschwunden. Also ich bin drei Jahre in dem Ausschuss. Ich habe von den Grünen noch nicht einmal eine Bemerkung dazu gehört. Ich kann Ihnen das Papier gerne mal schicken. Ja, gerne, das würde mich interessieren. Ja. Das ist natürlich richtig, was Sie sagen. Aber ich würde mich dagegen wehren, dass die Bundeswehr eine Angriffsarmee ist. Ich habe das so auch nicht gesagt. Ja. Nein. Es könnte so überkommen. Nein, aber über den Weg, über den Umweg der digitalen Kriegsführung und Verteidigung wird eine Angriffspolitik möglich, die bisher so nicht möglich war. Bisher musste man Truppen irgendwo hinschicken, um irgendwo Schaden anzurichten. Über die digitale Kriegsführung ist es möglich, dass man in Berlin oder in Bonn oder sonst wo seine Experten sitzen hat und die von da aus einen solchen aggressiven Virus in die Welt schicken. Das ist praktiziert worden. Ja, ich weiß. Aber die Frage ist, wie bekommen wir das eingedämmt und wie bekommen wir diese immense Gefahr für die Menschen dadurch verringert, dass wir solche Waffen ausschließen. Ja. Sind wir ein bisschen vom Thema Energie zumindest abgekommen? Nein, also ich finde es spannend, genau, Energiesicherheit hat, wissen wir ganz besonders, viel mit digitalen Infrastrukturen natürlich zu tun. Trotzdem nochmal, um es ein bisschen im Kanal zu halten sozusagen, zurück zu unseren Eingangsfragen. Also wir haben jetzt, glaube ich, so die Frage, werden Kriege um Öl und Erdgas oder allgemein um Energie geführt, hin und her diskutiert. Ich glaube, wir müssen jetzt keine Ja-Nein-Abstimmung machen, wie wir das auf unserer Wand hier machen. Ihre Meinung habe ich, glaube ich, ganz gut rausgehört. Den beiden erspare ich die Abstimmung, wir sind nicht im Parlament heute. Aber vielleicht gehen wir dann noch mal weiter, doch noch mal auf Deutschland bezogen. Wir haben jetzt ein bisschen über die Petrostates geredet, wie diese Exportpraxis im Grunde genommen, dieser Reichtum dort auch vielleicht in manchen Stellen zu Schaden führt. Was ist denn aber mit Deutschland? Welchen Schaden haben wir denn davon, dass wir so extrem haben wir einen Schaden dadurch, dass wir so eine solch große Abhängigkeit von Importen haben? Oder ist es vielleicht etwas, was uns einbezieht in ein internationales Geflecht, was uns vielleicht sogar Frieden und Sicherheit beschert? Herr Mütze nicht, da können Sie sich vorstellen, dass ich Sie damit im Blick habe. Ja, also ich würde das nicht so gegeneinander stellen. Mhm. Natürlich ist die Abhängigkeit auch durchaus möglicherweise ein Fenster. Erpressung wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, weil ich würde mal sagen, Lieferländer haben ja auch Interesse, Lieferungen auch auszuführen. Deswegen weiß ich nicht, ob dieses Instrument immer das Instrument dann der ersten Wahl ist, um Entscheidungen mit zu beeinflussen. Aber dass Deutschland davon abhängig ist und damit natürlich auch seine Rolle in der internationalen Politik definiert, ist ganz offensichtlich, aber auch da würde ich wieder sagen, dann kommt natürlich auch die Exportinteressen spielen genauso eine große Rolle, dass Deutschland eben versucht, nicht nur am internationalen Handel teilzuhaben, auch die Verkehrswege zu sichern, da haben Sie ja auch eben einen Hinweis gegeben, und sich dennoch, so gut es geht, vielleicht in Zukunft auch unabhängiger zu machen. Das ist ja nicht nur eine umweltpolitische, eine energiepolitische Entscheidung, sowohl was Frau Mandela eben nochmal an dem Beispiel
der Atomenergie angesprochen hat. Ich würde mal sagen, die grüne Energie, aber auch die Frage, dass wir versuchen, Energie einzusparen, hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass man etwas unabhängiger werden will. Nur dennoch, ich würde eben auch den Aspekt durchaus mit betonen, ein solches Land von der Größe, von der Einwohnerzahl wird sich eben nicht komplett autark halten können, weder handelspolitisch noch energiepolitisch. Und ich würde es auch nicht gerade als Vorteil beschreiben, wenn Länder sich aus der internationalen Politik zurückziehen. Also ein Beispiel dafür ist ja der Handel zum Beispiel mit Norwegen. Wir bekommen ja sehr viel Gas aus Norwegen und das ist so für uns ein wichtiger Handelspartner. Die Türkei ist für uns ein wichtiger Handelspartner. Wir wären froh, wenn Russland es auch irgendwann mal wieder werden würde. Also wir müssen das ja im internationalen Zusammenhang sehen. Und ich sehe es auch nicht nur allein als Deutschland, sondern ich sehe das im internationalen europäischen Kontext. Und ich finde, wir als Europäer müssen uns gemeinsam aufstellen. Und das finde ich ausgesprochen wichtig. Gut, was ich jetzt mitnehme, ist auch die... Ach, Herr Döschner, Sie habe ich übergangen. Entschuldigen Sie. Entschuldigung, das war keine Absicht. Ich meine, dass wir diese Abhängigkeiten haben, halte ich nicht für per se schlecht. Mhm. Also natürlich gibt es, je mehr Fäden zwischen den verschiedenen Staaten existieren, ein Geflecht, das die Staaten dann auch zusammenhält. Und dass man da nicht an einer Seite anfängt zu schnibbeln und den Versuch zu machen, sich in irgendeiner Weise autark zu machen, was ich auch in der Energiediskussion auch für einen absurden Gedanken halte, dass man meint, man könnte durch Energieautarkie etwas zum Positiven wenden. Diese Energieautarkie wird es nie geben. Allein schon durch das Klima haben wir eine globale Vernetzung von Problemen, der wir uns ohnehin nicht entziehen können. Wenn ich den Trump höre, der sagt, er will das Klimaabkommen von Paris auch kündigen, um sich um den Umweltschutz in Amerika zu kümmern, möchte ich sehen, wie er die Glocke über das Land baut, um dann das Klima dort zu schützen. Aber ich finde, die Verbindungen, die es da gibt, sind eben nicht immer nur zum Vorteil und sie führen eben auch dazu, dass man Rücksichtnahmen entwickelt, dass man daraus oft auch die falschen politischen Schlussfolgerungen zieht, die gesteuert sind durch wirtschaftliche Interessen, die dazu führen, dass wir weniger auf bestimmte politische Entwicklungen, ich finde das klassische Beispiel ist wirklich die Ukraine dafür, da spielt die Energie und spielt nach wie vor die Energie eine enorme Rolle, und zwar von beiden Seiten. Das ist viel mehr als nur schwarz-weiß und grau. Da sind amerikanische Interessen am Ausbau der Atomindustrie daran beteiligt, da sind deutsche Interessen am Gas daran beteiligt, da sind russische Interessen am Gas daran beteiligt. Also das ist ein Nummer drei Energie, ganz, ganz enges Geflecht von Interessen, die auf der einen Seite was Positives bewirken können, dass sie eben zusammenhalten, auf der anderen Seite dann eben auch dazu führen können, dass man mehr Beteiligte in einem Konflikt hat, was so ein Konflikt im Zweifelsfall dann komplizierter macht. Also ich kann dann durch noch auch wirklich folgen. Ich wollte vielleicht nur noch mal einen zusätzlichen Aspekt mit hineinbringen. Früher hätte ich gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass je mehr gegenseitige Kenntnisse, aber auch gegenseitige Abhängigkeiten passieren, dass dadurch vielleicht eher die Garantie gegeben ist, dass es auch friedliche Beziehungen gibt. Davon bin ich leider mittlerweile, was heißt leider? Ich habe mich eines Besseren belehren lassen. Erstens glaube ich historisch, wir hatten ja kurz vor dem Ersten Weltkrieg sozusagen mal die erste Konjunkturwelle auch der weltwirtschaftlichen Verflechtung oder insbesondere auch in diesem Raum, wo dann nachher eben dieser verheerende Krieg stattfand. Wenn Sie zum Beispiel ein anderes Beispiel nehmen, Taiwan und die Volksrepublik China, die mittlerweile wahrscheinlich wirtschaftlich sehr stark voneinander abhängig sind, was Investitionen betrifft, was aber auch den gegenseitigen Handel. Wenn sich dieses Land am Ende unabhängig erklären würde, würden diese Fragen nicht mehr im Vordergrund stehen, sondern es wird wahrscheinlich zu einer unmittelbaren militärischen Auseinandersetzung kommen. Deswegen glaube ich, trifft das auch ein bisschen bei der energiepolitischen Frage vielleicht auch zu. Wenn ich jetzt noch mal ganz kurz zu etwas zurückkomme, was Sie gesagt haben, dass Entscheidungen natürlich auch aufgrund von Energiepolitik stattfinden und dass dieses Geflecht auch eindimensionale Auswirkungen haben kann. Ganz konkret, um das mal ein bisschen konkreter, so wie ich Sie verstanden habe, runterzubrechen, würden wir auch
Panzer nach Saudi-Arabien liefern, wenn wir kein Öl mehr bräuchten. Herr Mütze nicht. Da sind Sie, glaube ich, auch mit dem Thema ja viel beschäftigt. Also nicht mit den Waffenexporten als solchen. Also, wann haben wir denn die letzten Panzer geliefert? Waffen, Entschuldigung, Panzer also, okay, eher, weil wir haben, also ich habe jetzt ich habe mir die Zahlen kommen lassen. Wir haben in den, also zumindest in den letzten 4 Jahren keine Panzer nach Saudi-Arabien geliefert. Deshalb hat mich die Frage hier auch ein bisschen erstaunt irritiert. Ja, oder irritiert. Haben Sie Liste denn dabei, was geliefert worden ist? Also habe ich dabei, ja. Ja, aber es sind keine Panzer gewesen. Genau, aber ja, also ich kann Ihnen das gerne raussuchen. Mache ich. Während Sie reden, nur suche ich das raus. Okay, dann werde ich die also da habe ich also die Massenvernichtungswaffe der jetzigen Zeit in die Kleinfeuerwaffen. Das sind Handfeuerwaffen. Es sind auch keine Kleinfeuerwaffen nach Saudi-Arabien geliefert worden. Also Munition ist ja nun offenbar ein Exportartikel, den Deutschland erheblich gesteigert hat im letzten Jahr. Ich kann es Ihnen zum Beispiel, einen Moment. Also ich habe hier gerade 2013 Luftaufklärungssysteme, Steuerungsausrüstung, Bodengeräte, Teile für Kampfflugzeuge, Trainingsflugzeuge, Transportflugzeuge, Tankflugzeuge, Hubschrauber, unbemannte Luftfahrzeuge, Bordausrüstung, gepanzerte Krankenwagen, Fahrgestelle, LKW, Anhänger und Teile für Panzer, Panzerhaubitzen und gepanzerte Fahrzeuge. Also, und so geht das im Jahr 2014, war es noch weniger und im 2016 war es noch weniger. Der Anteil an dem Export nach Saudi-Arabien beträgt 1,14%. Also Saudi-Arabien ist nicht derjenige, ist nicht das Land, in das wir besonders viel exportieren. Und Kleinwaffenverbot zum Export gibt es ja europäisches Verbot, an das wir uns halten. Und der Minister Gabriel achtet sehr darauf, dass das auch eingehalten wird. Also das muss man alles so ein bisschen relativieren. Ja, wobei, da muss ich jetzt sagen, aber das weiß Frau Mandala auch, ich habe es ja auch im Parlament gesagt, da habe ich auch ein bisschen eine andere Haltung. Ich finde allein das, was an Saudi-Arabien geliefert wird, schon zu viel. Ich halte die Entscheidung, damals eine Produktion von Heckler und Koch dort zu unternehmen, für zu viel. Und ich hätte mir auch durchaus vorstellen können, dass wir bei den Petroleumbooten zu einer anderen Entscheidung gekommen wären. Aber das ist meine Haltung, die ist auch nicht unbekannt. Aber ich will auch darauf hinweisen, das ist nicht eben manchmal eine sehr einfach zu lösende Frage. Als ein Beispiel vielleicht, ich habe mich 2006 gegen Hermes-Bürgschaften für 2 U-Boote in Pakistan ausgesprochen. Am anderen Tag hatte ich nicht die Unternehmensführung aus Kiel am Apparat, sondern meine IG Metall. Ne? Und deswegen sage ich, das sind auch innenpolitische Konflikte, die ich auch aushalten muss. Nur ich glaube schon, dass wir, das muss ich offen sagen, Frau Mandala, zumindest aus meiner politischen Haltung heraus, bei den Rüstungsexporten am Ende dieser Legislaturperiode nicht das erfüllt haben, was ich mir über die Kleinwaffenexporte hinaus gewünscht habe. Und was wir im Koalitionsvertrag beschlossen haben. Ja, ich weiß. Ich war ja an den Gesprächen beteiligt. Da war ja de Maizière auf der anderen Seite. Ich hätte mir mehr gewünscht, auch eine Mitbestimmung des Parlaments. Aber das sind jetzt alte Hüte, die will ich nicht mehr wieder aufwärmen. Ja, aber vielleicht darf ich da nochmal rein. Als unbeteiligter Bürger ist es ja schon so, dass es auffällt, dass immer doch dann mehr exportiert wird, an welchen Teilen auch immer, zumindest jetzt einem Nicht-Spezialisten, wie ich es in dem Bereich bin, ja doch auch Teilen, die jetzt nicht Kaugummi sind. Das ist ja schon etwas, also auch immer mehr exportiert wird, als man vorher im Koalitionsvertrag, Sie sagen es selber ja eigentlich auch abgemacht hatte, das macht einen ja stutzig. Warum macht man das dann? Erst recht in Länder, die auch menschenrechtsseitig vielleicht nicht unbedenklich sind, um es mal höflich auszudrücken. Ich weiß, wo Sie drauf, also jetzt vielleicht meine Interpretation, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Ich habe es ja auch in den Diskussionen schon erlebt. Diejenigen, die zu den Entscheidungen, und das ist ja dann im Bundessicherheitsrat, wo sowohl der Wirtschaftsminister, aber auch die Bundeskanzlerin als Vorsitzende, am Ende muss der Wirtschaftsminister das nach außen hin politisch dann auch vertreten, aber auch der Außenminister, bei denen spielen auch andere Erwägungen eine Rolle. Sie sehen Saudi-Arabien anders außenpolitisch, wirtschaftspolitisch, als ich zurzeit Saudi-Arabien sehen würde. Deswegen komme ich auch zu einer anderen Auffassung. Und
Gut, aber das gehört zum politischen Geschäft mit dazu, dass man das dort so sieht. Wir hatten ja eine Diskussion, als wir den Syrien-Einsatz diskutiert hatten im Parlament, wo ich auch nochmal auf die Beziehungen Saudi-Arabiens vor dem Hintergrund auch der ideologischen Auffassung des Islamischen Staates nochmal versucht habe, ein bisschen zu reflektieren, also wie doch der Koran in Saudi-Arabien interpretiert wird. Also da komme ich eben zu anderen Schlussfolgerungen. Döschner, möchten Sie was oder sollen wir eine Runde weiter? Eine Runde weiter. Eine Runde weiter. Gut, dann wollen wir doch mal vielleicht zu einer etwas nicht ganz so heiklen Frage kommen. Wir haben ja jetzt auch etwas in den letzten 15 Jahren in Deutschland, was sich Energiewende nennt und was ja unsere Abhängigkeit von Energieimporten sukzessive, so sie denn weitergetrieben wird. Und momentan gibt es ja sehr, sehr viele Hinweise darauf, dass die Erneuerbaren nicht nur Deutschland, sondern weltweit einen wirklich gewaltigen Siegeszug antreten werden, allein weil die Preise so exorbitant sinken. Wir haben ja gerade jetzt vor 2 Tagen noch einen Hinweis der Internationalen Energieagentur gehabt, dass die Ausbauziele bis 2021 noch viel höher eingeschätzt werden weltweit als von dieser Agentur eingeschätzt werden als bisher. Da wurde nochmal 13% angehoben, also nochmal ordentlich draufgeschlagen. Wegen China? Also erstmal bauen sehr viele Länder sehr viele erneuerbare Energien momentan, weil die Preise für erneuerbare Energien im freien Fall sind. Also wenn Sie sich übrigens auch ein Exportschlager aus Deutschland. Da wollte ich natürlich dann auch noch drauf hinaus. Also das heißt, wir haben etwas, was sich hier ändert momentan an der Abhängigkeit von Energieimporten. Das haben wir, glaube ich, in der einen Folie auch so ein bisschen gesehen. Noch sind wir nicht an dem Punkt, wo wir insgesamt sozusagen steigen. Aber was wird das ändern? Wird es gleichzeitig unser Verhältnis zu diesen Ländern, die wir jetzt, glaube ich, ja schon im Großen und Ganzen, Saudi-Arabien, Russland und so weiter, wird es das ändern? Außer, dass wir dorthin exportieren? Es könnte sich ändern, es muss aber nicht so sein. Mhm. Nämlich, wir haben ja eben schon festgestellt, dass das Verhältnis zu anderen Ländern nicht nur eine gegenseitige Energieabhängigkeit beinhaltet, sondern eben auch noch ganz andere Faktoren. Vielleicht kann es helfen, aber ich glaube nicht, dass es unbedingt jetzt der entscheidende Faktor sein wird. Ich finde das richtig, dass wir in die erneuerbaren Energien finanzieren und ich finde es wirklich auch toll, wie sich das entwickelt hat. Das hätte ich vor 5 Jahren selber so nicht erwartet. Das muss ich also jetzt wirklich heute auch hier zugeben. Und dass wir dieses Know-how auch exportieren können in andere Länder, das finde ich eben auch das Positive. Bloß was die natürlich daraus machen, das müssen die selber wissen. Und wir sind nicht das Land, an unserem Wesen darf nicht alles genesen. Also ich glaube, das hatten wir in Deutschland mal, das wollen wir nicht. Aber manchmal kommen wir so ein bisschen in die Rolle, wo man von uns verlangt, da auch eine Führungsposition einzunehmen. Und das ist für uns natürlich nach unserer Geschichte nicht so ganz einfach. Sie meinen ja, oder ich kann es vielleicht nur so beantworten, Sie meinen möglicherweise die außenpolitischen Konsequenzen, die sich aus einer relativen Unabhängigkeit daraus ergeben. Genau. National würde ich sagen, können wir uns das gar nicht leisten. Aufgrund, weil wir nicht diese Machtfülle haben? Ja, weil wir die Machtfülle, weil wir nicht den eigenen sozusagen Binnenmarkt haben, der sozusagen alles tragen könnte. Wenn Sie die USA nehmen, würde ich zumindest, fand ich das jetzt interessant, so wie ich das beobachtet habe, auch in den Gesprächen, die ich erlebt habe, dass vor dem Hintergrund eben einer relativen Energieunabhängigkeit, die sich eben aus bestimmten Fördertechniken in den USA ergeben haben, den kann ich nur bewerten hauptsächlich. Manchmal bin ich auch mit dem Nationalen Sicherheitsrat zusammen, aber eher doch mit den Kongressabgeordneten, dass sich dort die außenpolitischen Perspektiven etwas verändert haben. Dort, jetzt ist das überspitzt formuliert, ich glaube, dass die USA ein Chaos im Nahen und Mittleren Osten eher für sich ertragen könnten, überspitzt formuliert, als es Europa, was unmittelbar an den Nahen und Mittleren Osten grenzt, tun dürfte und tun könnte. Also die Theorie ist ja, seit den Anfängen des Fracking-Booms ist ja vielfach verbreitet worden, dass die USA durch eben diese relative Unabhängigkeit ihre sicherheitspolitischen Prioritäten verschieben, also insbesondere weg vom Osten. Regional. Und dass dadurch Konflikte durch die ordnende Hand, wie manche das gesehen haben, der USA vielleicht, weil die fehlt, eskalieren könnten, das habe ich immer für eine relativ abstruse Theorie gehalten und sie hat sich dann nach meiner Meinung bis heute auch nicht so bewahrheitet. Also ich glaube, wenn man sich anschaut, welche Umbrüche die Energiewende schon allein bei uns im Land, obwohl sie noch nicht wirklich richtig Fahrt aufgenommen hat, wie sie eigentlich müsste, schon jetzt
anstellt, nehmen wir nur mal RWE, die Auseinandersetzung um die Kohle und solche Dinge, die Diskussionen über die Verkehrswende, wo wir noch gar keinen Schritt nach vorne gemacht haben, alle nur reden und die Autoindustrie ständig ihre Forderungen noch weiter durchsetzt, welche Umbrüche uns da noch bevorstehen. Wenn wir das mal transportieren auf die Weltebene. Wir haben in Paris einen Vertrag unterzeichnet, den alle als historisch bezeichnet haben. Ich würde ihn auch so bezeichnen, vorausgesetzt, er wird auch wirklich mal umgesetzt. Aber das, was wir an Veränderungen weltweit dadurch provozieren, was dadurch auf uns zukommt, das, glaube ich, ahnt noch keiner so richtig. Wie viele Länder auf der Welt sind denn existenziell von den Einnahmen aus den fossilen Rohstoffen abhängig? Mhm. Russland ist absolut davon abhängig. Ich habe 5 Jahre als Korrespondent da gearbeitet, da hat Jelzin und als Putin dann kam, er auch, haben immer davon geredet, wir werden die Abhängigkeit Russlands von den Rohstoffen und den Exporten ändern. Das ist jetzt 16 Jahre, ist das her. Es hat sich gar nichts geändert. Mhm. Putin hat aus der Tatsache, dass der Ölpreis auf über 100 Dollar gestiegen ist, ein wahnsinniges Polster auch an Zustimmung in der Bevölkerung erwirtschaftet. Jetzt geht der Ölpreis in den Keller und das schmilzt dahin wie ein Schneemann in der Sonne. Andere Länder, Venezuela habe ich vorhin schon erwähnt, die stehen am Rande des Chaos. Das, was in den zahlreichen Büchern über den Peak Oil beschrieben worden ist, das fängt jetzt so langsam an, sich zu entwickeln. Wir werden eine ganz neue Ordnung in der Welt haben, eine neue Verteilung des Reichtums und eine neue Verteilung der Macht, wahrscheinlich auch eine andere Verteilung der Bevölkerung. Wir werden den Klimawandel nicht komplett aufhalten, wir werden Fluchtbewegungen haben. Allein dadurch werden wir schon diese Verbindungen zu anderen Ländern und das, was dort passiert, nach wie vor haben. Das, was wir jetzt an Flüchtlingen aus Syrien bekommen, sagen ja viele, ist ein Klacks dagegen, was durch den Klimawandel an Klimaflüchtlingen erzeugt wird. Und das sind, glaube ich, Dinge, die in der Politik ja, entweder nicht erfasst werden will oder die man nicht diskutieren will. In der Bevölkerung ist es ohnehin kein Thema. Aber ich glaube, dass das große, große Veränderungen bringen wird, die unsere Situation hier nicht unbedingt verbessern müssen, wenn wir nicht rechtzeitig darauf antworten können. Also ich glaube schon, dass die Politik diese Herausforderungen registriert und sich da auch Gedanken macht. Wir haben, oder es ist so, dass 3% der Weltbevölkerung sich auf der Flucht befindet. Das sind um 60 Millionen Menschen. Also 60 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht und die meisten sind ja Binnenflüchtlinge. Die Gründe dafür haben Sie ja schon bereits genannt. Und auf diese Fragen müssen wir natürlich schon in der Politik versuchen, eine Antwort zu finden. Bloß das können wir natürlich nicht als Nationalstaat. Und ich stimme Ihnen absolut zu, dass sich die Strukturen sehr stark verändert werden und vor allen Dingen, dass sich Europa auch verändern wird. Und worüber wir überhaupt noch nicht gesprochen haben, sind heute Abend die asiatischen Staaten. Was passiert denn da noch? Also ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ich glaube, dass sich in den nächsten Jahrzehnt und in den nächsten 20 bis 30 Jahren die Welt extrem ändern wird. Aufgrund, um das mal konkret zu sagen, der veränderten Lage auf den Energiemärkten? Unter anderem ja. Ja. Willst du nicht? Sie schauen interessiert. Ja, mich interessiert das. Mich interessiert das schon. Ich komme natürlich auch wegen der Energiemärkte, klar, darüber reden wir heute Abend. Ja. Deswegen langweile ich, wenn ich andere Faktoren mit hineinbringe. Ich glaube, der Bevölkerungswachstum, ungleiche Verteilung von Macht und Vermögen, alles das spielt genauso eine Rolle. Und nochmal, ich habe ja nicht gesagt, dass ich unmittelbar Anhänger dieser These bin, dass die USA sich vielleicht auch aufgrund ihrer Historie aus diesen internationalen Verwicklungen herauszieht. Das wird sie gar nicht können, aufgrund eben auch der Machtfülle, die es hat. Aber dennoch, ich glaube schon, dass es keine Rückbesinnung der USA auf den mitteleuropäischen, auch nicht auf den Nahen und Mittleren Osten gibt, sondern das, was wahrscheinlich die größte sicherheits-, wirtschaftspolitische und insbesondere machtpolitische Herausforderung im internationalen System ist, ist Asien. Brauchen wir nur auf die Karte zu schauen und ich würde auch mal sagen,
auf die ganzen Ströme, die sich doch tun. Und da spielt ja Energiepolitik auch eine Rolle. Ne? Ja, wobei jetzt könnte man ja sagen, andersrum wiederum formuliert, ist das ja wiederum auch ein Beleg für die These, dass Energie eine übergeordnete Rolle bei diesen Dingen spielt. Hat aber auch, glaube ich, keiner bezweifelt. Mal so, mal so. Ja. Aber gut, lassen wir es dabei. Ja, aber nur mal als Beispiel. Ich meine, die Volksrepublik China hat offensichtlich einen sehr interessanten Vertrag mit Russland scheinbar getroffen über bestimmte Lieferverpflichtungen, was Russland gegenüber China hat. Ich weiß nicht, ob Sie die... Ja, die sind schon alt, aber ich weiß nicht, ob Sie die neuen Preise kennen. Ich kenne sie nicht. Mir wird immer, mir wird immer wieder gesagt, dass Russland sich dort unter Wert wahrscheinlich verkauft hat. Das sind ja auch interessante Dinge, aber wir sagen ja jetzt zum Beispiel, dass eigentlich der dominante Faktor eher das Energielieferland ist. Hier ist sozusagen ein anderer Faktor möglicherweise genauso wichtig, eben die Wirtschaftsbedeutung der Volksrepublik China als Verhandlungsmacht. Ja. Ne? Genau. Ja, gut, Entschuldigung. Nö. Aber jetzt könnte man ja ketzerisch sein und sagen, gut, selbst mit einer Energiewende, die viele Dinge im internationalen Bereich auf den Kopf stellen wird, und gleichzeitig nehmen wir dann das ja offensichtlich doch nochmal als Konsens, dass Energie eine riesengroße Rolle in außenpolitischen und sicherheitspolitischen Entscheidungen spielt, dann liegt es ja nahe zu überlegen, ob die Energiequellen der Zukunft, die ja offensichtlich, oder der Gegenwart, aber zukünftig noch viel mehr auch, also Sonne und Wind, dann auch vielleicht Zankäpfel werden könnten, Herr Döschner. Werden wir, um die Frage nochmal aufzugreifen, demnächst Kriege führen, um die besten Solar- und Windkraftstandorte der Welt. Ja, die werden ja jetzt schon geführt. Also in jeder Gemeinde, in jeder... Also ich lese gerade den Roman Unter Leuten von Dilly C. Ja. Wunderbar geschildert. Mein Schwiegervater wohnt auch im Osten und ich fühle mich da wirklich wie in dieses Dorf versetzt. Da steht zwar noch keine Windkraftanlage, erstmal Solaranlagen, aber natürlich wird man darum ringen, aber da diese Erzeugung ja sehr stark dezentral läuft und nicht gebunden ist an bestimmte Standorte schon, aber nicht an bestimmte Länder. Eine Windkraftanlage kann man im Prinzip überall aufstellen, eine Solaranlage erst recht. Und wenn man sich die technologische Entwicklung bei der Photovoltaik zum Beispiel anschaut, dann ist das eine fortdauernde Revolution. Dieses ganze Desertec-Projekt ist ja deshalb zusammengebrochen, weil die Photovoltaik inzwischen Dimensionen erreicht hat in ihrer Leistungsfähigkeit und bei dem Preisrückgang, an die man vor ein paar Jahren noch nicht geglaubt hat. Und das, was man da in der Wüste aufbauen wollte, das waren ja keine Photovoltaikanlagen, sondern Solarthermieanlagen, die dann im Grunde genommen auch wieder Großkraftwerke mit großen Leitungen ähnliche Probleme wieder provoziert und produziert haben, wie wir sie jetzt mit der Ölversorgung haben. An dem Beispiel sieht man, wie sich so ein Problem dann auch mit der Zeit durch die technologische Entwicklung lösen kann. Aber ich möchte noch einen ganz anderen Gedanken einführen. Mich wundert immer bei der ganzen Diskussion, die wir über unsere Energieversorgung und über Energiewende führen, mit welcher Selbstverständlichkeit wir davon ausgehen, dass wir in 10, 20, 30, 40, 50 Jahren genauso viel Energie verbrauchen müssen, wollen, dürfen, wie wir das jetzt tun. Niemand führt in diese Diskussion, wir reden vielleicht noch über Energieeffizienz, wie wir denselben Nutzen mit weniger Einsatz bekommen können. Aber niemand redet darüber, dass wir sagen, wir müssen vielleicht auch mal an irgendeiner Stelle was einschränken. Wir haben vielleicht nicht die Möglichkeiten, die technischen durch die Gegend zu fliegen und hier mal 10 Tage, da mal 3 Tage shoppen in New York, weil wir die Ersatztreibstoffe für das Öl nicht in dieser Preissegment herstellen können und bis jetzt überhaupt noch nicht mal technologisch herstellen können. Das, denke ich, ist eine Dimension in der ganzen Diskussion, weil das die Gesellschaften sehr tief treffen wird, gerade unsere hochmobilen und weit entwickelten Industriegesellschaften. Ich denke, da ist noch eine Menge Arbeit, die weit über das hinausgeht, was also irgendwie die Frage Aufstellung eines Windrades angeht. Herr Mützenich, was glauben Sie, ist es so dezentral? Schwer zu sagen. Also ich würde mal vielleicht so antworten,
Ich würde es nicht ganz ausschließen. Frau Mandela hat ja eben zum Beispiel auf Landgrabbing hingewiesen, was sehr stark von der Volksrepublik China, aber auch teilweise von anderen, auch von sogenannten westlichen Staaten in der Vergangenheit und ich würde mal sagen unter anderen Strukturbedingungen auch heute weiterhin stattfindet, weil es geht ja nicht nur darum, ob man direkt das Land besitzt, sondern ob man Einfluss darauf hat, was auf diesem Land passiert. Aber das mal zur Seite gestellt, es könnte natürlich, und ich würde es nicht ausschließen, dass Länder, die von bestimmten Lieferungen, die dann von Sonne oder von anderen Dingen gespeist werden, aus anderen Ländern angewiesen wären und es gäbe doch Lieferunterbrechungen oder andere Dinge auch, sich möglicherweise daraus auch neue Konfliktlagen ergeben. Aber vielleicht bei diesen Quellen weniger, als ich befürchte, wenn es Kriege um Wasser sind. Das wäre jetzt das, was ich gesagt hätte. Ach so, Entschuldigung. Ja, macht ja nichts. Ich glaube auch, dass, also natürlich sind diese Systeme alle angreifbar. Das ist klar, das haben wir auch festgestellt. Aber wir müssen uns, glaube ich, eher darüber unterhalten, ob es Kriege nicht schon gibt jetzt um Wasser. Weil ohne Wasser funktioniert ja nun mal gar nichts. Ich glaube, dass das viel entscheidender ist, das Thema. Gut, ich merke Unruhe im Publikum. Ich glaube, wir sind schon weit fortgeschritten. Wir möchten natürlich auch gerne noch die Möglichkeit geben, unseren Zuschauern hier Fragen zu stellen.